Heute erwartet uns hoffentlich ein tolles Spiel, liebe Fußballfans. Und damit hallo aus dem Stadion von Wolf-Christoph Fuß und Frank Buschmann. Ich finde es schon beeindruckend, wie sehr die Menschen den Fußball lieben und das weltweit. Ja, Sportart Nummer 1. Der Fußball wächst immer weiter und das begeistert mich. Und das Spiel läuft. Da die Einblendung, so will der Gastgeber heute starten. Schauen wir uns mal ihre Formation. Er versucht mit dem Kopf, aber der Ball geht vorbei. Schade, das war eine richtig gute Chance. Jetzt haben sie den Ball verloren. Das könnte die Chance werden. Sieht gut aus. Sie lassen den Ball laufen, aber noch fehlt die Lücke in der Abwehr. Er versucht's. Der wäre gut gekommen, aber der Spieler blockt den Ball ab. Das gibt einen Eckball. So, Ecke kommt. Jetzt schießt er. Pfosten, aber es geht weiter. Chance zur Führung. Und Tor. Das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Wir haben die Oberhand. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Die Ecke hat er wirklich klasse reingebracht. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Jetzt wird's gefährlich. Der Ball nach draußen. Er zieht ab. Macht ihn. Ja, er macht ihn. Also das darf nicht passieren. Sie geben die Führung gleich wieder her. Jetzt steht es unentschieden. Das Spiel ist ausgeglichen. Und damit alles auf Anfang. Es steht 1:1. Schulz. Da passt er auf. Sie kommen jetzt über außen. Vorteil ist ange. Der Freistoß, klare Sache. Das sah nach einer Verwarnung aus, keine gute Aktion. Jetzt gibt es die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Da grätscht er voll in den Mann. Riskante Aktion. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Da können sie erstmal klären. Guter Pass. Da müssen sie aufpassen. Da schießt er. Ein unfassbares Tor. Ein sehr schönes Tor. Platziert, überlegt, in die untere Ecke.
Klasse Abschluss, den hat er super platziert. Seit seinem Treffer strotzt er nur so vor Selbstvertrauen und jetzt hat er den Doppelpack. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Aktueller Spielstand jetzt also 2:1. Und damit ist der Ball weg. Da haben sie jetzt Platz. Schulz. Schulz. Sie sind geduldig und warten auf die Lücke. Bei der Abwehr wird das nicht leicht. Der Ball ist draußen, wird Einwurf geben. Kommt jetzt die Flanke? Guter Einsatz, aber jetzt Einwurf. Einwurf. Velotic. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Fairer Einsatz hier. Schulz. Der Angriff sah gut aus, aber dann kommt doch noch ein Gegenspieler dazwischen. Steil gespielt. Torwart kommt an den Ball. Tolle Aktion. Eckstoß also. Der Ball kommt rein. Hereingabe kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Da trennt er ihn vom Ball. Drei Treffer haben wir in Durchgang 1 gesehen. 2:1 der Pausenstand. Und jetzt geht's hier weiter. Schulz. Seine Zuspiele sind heute sehr genau. Und jetzt wird's Einwurf geben. Schulz. Sehr gute Passquote. Auch der Ball kommt an. Schöne Aktion. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Super gemacht. Den klärt er hervorragend. Und jetzt sollen die Spieler früh auf den Ball. Jetzt vielleicht. Sehr gut gemacht. Die Gefahr ist vorbei. Die Fans können es nicht glauben. Für sie war das ein klarer Strafstoß. Ballverlust. Der Linienrichter hebt die Fahne und das auch zu Recht. Da kam der Pass vielleicht ein Tick zu spät. Doppelter Wechsel jetzt. Ich bin gespannt, ob das auch taktische Veränderungen geben wird. Der war zu ungenau. Und jetzt ist der Ball geklärt.
Jetzt geht es mit einem Einwurf weiter. So, und jetzt reicht der Unparteiische dem Spieler noch die gelbe Karte hinterher. Er wollte einfach den Vorteil abwarten, macht das genau richtig. Da rutscht er ihm aber ziemlich rein. Da kann er sich über die Entscheidung des Unparteiischen nicht beschweren. Keine andere Option für den Referee. Der Trainer muss reagieren, sie liegen nach wie vor hinten und versuchen es jetzt nochmal mit einer Auswechslung. Ja, schwacher Ball hier. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Da ist die Flanke. Er kommt hier mit dem Kopf dran, aber nicht präzise genug. Der Ball vielleicht einen Tick zu hoch, dadurch konnte er ihn nicht wirklich kontrollieren. Nee, nicht gut gespielt. Ball geht ins Aus. Flanke jetzt. Ah, das ist natürlich schwach. Ganz klar war ein harmloser Ball und der Trainer ist stinksauer. Velotic. Und jetzt sind hier noch 20 Minuten zu spielen. Fängt diesen Ball ab. Er muss da zum Foul greifen. Ah, das könnte rot sein. Da muss er rot zeigen. Das war die Verhinderung einer klaren Torchance. Jede andere Entscheidung wäre nicht angemessen gewesen. Wenn er da so reingeht, dann muss er damit rechnen, dass er zurückgepfiffen wird. Er kann der Schiedsrichter gar nicht anders. So eine Grätsche musst du unterbinden. Gute Chance auf den Ausgleich. Ja, den wird er wohl direkt nehmen. So kommt der Ball. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten. Und? So, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt. Dieses Tor müssen wir uns unbedingt noch mal anschauen. Da hätten sie ihm helfen müssen. Erst hält er noch klasse, aber dann, was soll er machen, wenn die Verteidiger pennen? Das Tor hat jetzt noch mal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Toller Pass. Sie können nichts aus dieser Szene machen. Da ist die Chance. Der Versuch aus der Distanz. Das war knapp. Wenn da das Tor fällt, dürfen Sie sich nicht beschweren. Das wäre ein Kandidat für das Tor des Monats gewesen. Was für ein Distanzschuss. Ein satter Distanzschuss. Wäre jetzt Platz. Hereingabe. So leicht dürfen sie es dem Keeper natürlich nicht machen. Und die letzten 10 Minuten sind hier angebrochen. Jetzt kann er die Flanke bringen. Da kommt die Hereingabe. Das war einfach. Er holt sich die Flanke. Sehen wir noch den entscheidenden Treffer. Im Moment steht es unentschieden. Und es sind nur noch 5 Minuten auf der Uhr. Der Angriff könnte was werden. Der Ball geht an den Pfosten. Entschlossen geklärt. Späte Führungschance vergeben. Er schießt. Das ist kein Problem. Der Torhüter hat den Ball. Kurz vor dem Ende steht es unentschieden. Sehen wir noch den Siegtreffer. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance hier doch. Chance zur Führung. Das hätte gefährlich werden können. Gute Aktion. Er hat sich gezerrt und bleibt auf. Das macht er gut. Wir können nichts aus der Flanke machen. Ja, das sah gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Schulz. Das ist der Abpfiff der regulären Spielzeit. Unentschieden.
So, Ecke kommt. Jetzt schießt er. Pfosten, aber es geht weiter. Chance zur Führung. Und Tor. Wow, das könnte noch ganz wichtig sein. Erstmal die Führung. Wir haben die Oberhand. Guter Ball nach draußen. Er zieht ab. Macht ihn. Ja, er macht ihn. Also das darf nicht passieren. Sie geben die Führung gleich wieder her. Das sah nach einer Verwarnung aus. Keine gute Aktion. Jetzt gibt's die gelbe Karte. Vertretbar, denke ich. Da schießt er. Ein unfassbares Tor. Ein sehr schönes Tor. Platziert, überlegt, in die untere Ecke. Er muss da zum Foul greifen. Ah, das könnte rot sein. So kommt der Ball dann. Könnte der Ausgleich werden. Gehalten. Und so, Spannung drin in dieser Partie. Ausgleich. Mal sehen, wie sich das noch weiterentwickelt.